Einen Sieg haben Vincent und der VfC Wiesbaden bislang auf der Habenseite. Ein zweiter soll dazukommen gegen einen USC Münster, der eine starke Saison spielt. 6 Spiele, 4 Siege, eine schwere Aufgabe für die Hessinnen. Und Münster in Grün legte gut los, immer wieder mit diesen getippten Bällen von Iris Scholten, die nicht nur mit Gewalt, sondern auch mit Auge agierte auf der Diagonalposition. Der erste Durchgang knapp und in den entscheidenden Momenten aber Münster aufmerksamer und mit guten Einzelaktionen. Auch wenn hier zunächst ungenau gespielt wird, Wiesbaden weiß die Situation nicht zu nutzen. Ihnen fiel es schwer, in dieser Phase den Ball auf den Boden zu bekommen. Münster geduldig und wieder über Iris Scholten und wieder der Tipp ins Glück. 23:23. Es ging oftmals über diese Variante. Hier etwas im Glück, das Nachgreifen von Tanja Großer falsch in dieser Situation. Satzbälle dann auf beiden Seiten. Ihrerseits nutzte aber Münster seine Chance. 27:26 und natürlich wieder Iris Scholten. 28:26, der erste Satz für die Gäste. Wiesbaden eigentlich auf Augenhöhe. Es fehlte lediglich der Killerinstinkt in den entscheidenden Situationen. Durchgang 2 dann deutlicher zugunsten der Münsteranerinnen. Sie schafften es, den Schwung aus dem ersten Satz mitzunehmen und weiter gut in Block- und Feldabwehr zu agieren. Wiesbaden hatte nach wie vor Probleme, den Ball direkt auf den Boden zu bekommen. Und Münster gewann immer im Laufe dieser langen Ballwechsel die Oberhand. Noch der Ball am Leben. Jody Williams bekam den Ball nicht auf den Boden und irgendwann reichte es den Münsteranerinnen dann. Das sind die psychologisch wichtigen Ballwechsel. Kömmling brachte ihn dann letztendlich unter. Psychologisch wichtiger Punkt. Sie fielen fast alle für die Gäste in Grün. 4 Satzbälle dann für Münster zum Ende des zweiten Durchgangs. Der 4. war es dann, den sie nutzten. Angriff ins Aus von Tanja Großer. 2:0 Münster. Und die Challenge löste auf. Keine Blockberührung, deshalb richtig gepfiffen. Der Fehler von Tanja Großer. 2 Sätze also auf der Habenseite in Münster. Der 3. war in Arbeit. Wir springen direkt ans Satzende. Matchball Münster. Die Chance natürlich über Scholten. Brachte ihn diesmal nicht unter. Wiesbaden machte es besser, wehrte diesen und 2 weitere Matchbälle ab. Das Team von Benedikt Frank hielt sich noch in der Partie. Es war ein Krimi. Dann hatte Wiesbaden Satzbälle und profitierte dann von einem Angriffsfehler. Der Ball nicht am Block von Lena Große-Scharmann, sondern nur an der Netzkante, wie die anschließende Challenge dann auch bewies. Wiesbaden kam zurück in die Partie, nur noch 1:2. Und kurz später dann 2:2. Wieder ein enger Durchgang, diesmal mit dem besseren Ende für den VfC Wiesbaden. Weil Münster seine Chancen nicht nutzte. Wiesbaden klasse agierte, den Ball am Leben hielt. Und dann seinerseits die Chance nutzte. Fehler der Münsteranerinnen, die Netzberührung beim Blockversuch. Die kleinen Fehlerchen schlichen sich jetzt bei den Gästen ein. Hier zu sehen beim Umdrehen aus dem Netz. Tiebreak also, eine Denkaufgabe für beide, aber Benedikt Frank zumindest mit einem Teilerfolg. Sein VfC Wiesbaden holte auf, sah sich dann aber Matchbällen entgegen. Münster mit der Chance, das Match zuzumachen, aber ausgerechnet in diesem Moment unpräzise agiert. Scholten scheiterte am Wiesbadener Block. Aber es blieben noch 2 Möglichkeiten für das Team von Lisa Thomsen. Und der Aufschlagfehler besiegelte dann das Schicksal des VCW. Stark gekämpft, aber am Ende nicht mit dem Sieg belohnt. Münster weiter oben auf, feiert den 5. Sieg im 7. Ligaspiel.